Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht's um Dezimalbruch und Dezimalzahl. Wir haben ja schon die Zeitungsartikel auseinandergenommen. Hier ging's um Viertausendstel, um Vierhundertstel, um Vierzehntel und um 59.000stel. Das alles waren Dezimalbrüche, sogenannte Dezimalbrüche. Ein Dezimalbruch ist es immer dann, wenn im Nenner eine Zehnerzahl steht. 10, 100, 1000 und so weiter. Nur war uns auch klar, dass diese Zahlen so in einem Zeitungsartikel nie vorkommen täten. Da schreibt man sie nämlich anders. Nämlich als Kommazahl, als sogenannte Dezimalzahl. Und Viertausendstel, das sei da hoffentlich draufkommen, kann man eben auch schreiben als 0,004. Genauso kann man Vierhundertstel schreiben als 0,04. Und Vierzehntel kann man schreiben als 0,4. Etwas genauer aufpassen muss man bei 59.000stel. Da kann man es nämlich schreiben als 0,059. Der Trick oder die Regel dabei ist, so viele Nullen wie in Nenner sind, also bei der ersten Aufgabe 4.000stel sind es 3 Nullen, so viele Kommastellen brauche ich, also 0,004. Die 4 setze ich natürlich ganz hinten hin. Beim Hundertstel wären es 2 Kommastellen, also 0,04. Beim Zehntel eine Kommastelle, 0,4. Genauer hinschauen müssen wir beim 59.000stel. Da sind es 3 Kommastellen, aber ich schreibe das Komma so hin, dass es 3 Stellen ergibt, aber die 59 von hinten her. Also nicht 0,590, sondern 0,059. Was das jetzt alles mit Dezimalbruch und Dezimalzahl zu tun hat, das schauen wir uns jetzt im Folgenden nochmal an. Ja, diese 4 Aufgaben haben wir jetzt erstmal nach unten hingestellt, denn das, was jetzt hier dazukommen ist, das ist etwas Neues. Ich habe das mal hier so aufgelistet. Wir haben hier bekannterweise eine Stellenwerttafel, die 10er und die 1er. Hier geht es weiter mit 100er, 1000er, die habe ich jetzt nicht hingeschrieben, aber wisst ihr noch, wie das war in der 5. Klasse mit den natürlichen Zahlen? Da hat man 10er, 1er, 100er, 1000er einfach die Stellenwerttafel genommen. Das Problem ist, dass ich die jetzt ja hier nicht mehr habe. Denn bei der ersten Zahl kommt eine 0 hin, bei der zweiten Zahl eine 0, bei der dritten Zahl für die eine eine 0 und bei der vierten Zahl, hier kommt auch eine 0 hin. Das vernachlässigen wir, das machen wir erstmal nachher. Und dann kommt ein Komma. Das heißt, wir erweitern quasi unsere Stellenwerttafel nach rechts, rechts nach dem Komma. Als erstes bei der Zahl 0,4 kommt quasi hier eine Zahl hin, 0,4. Bei dieser Zahl ist es klar, da kommt noch eine 0 hierhin und eine 4 hierhin. Bei dieser Zahl 004 und bei dieser Zahl 0059. Wenn wir jetzt wussten, dass das hier Zehntel waren, das hier Hundertstel und das hier Tausendstel, dann wissen wir eigentlich auch schon, was hier oben rein muss. Richtig erkannt. Hier oben sind es Zehntel, hier sind es Hundertstel, hier sind es Tausendstel. Genau aufpassen muss man natürlich hier unten. Da waren es 59.000stel. Man hätte auch sagen können, es waren 9.000stel und 500stel. Aber klar ist auch, 59.000stel kommt dann auf das Gleiche raus. Nur muss man da sprachlich ein bisschen aufpassen. So, und dann schauen wir uns noch eine Aufgabe an, die steckt hier schon ein bisschen dahinter. Stellt euch vor, wir haben so einen Bruch, 1216 Tausendstel. Jetzt können wir den, weil es ein unechter Bruch ist, umwandeln in ein ganzes 216 Tausendstel. So, und wenn wir das als Kommazahl schreiben wollen, dann wissen wir erstmal oder schauen wir in den Nenner. Da stehen 3 Nullen, also 3 Kommastellen. Also gehen wir von hinten her, 1, 2, 3, dann habe ich die Zahl 1,216. Will ich das in die Stellenwerttafel eintragen, dann trage ich eben beim Einer eine 1 ein, beim Zehntel eine 2, beim Hundertstel eine 1 und beim Tausendstel eine 6. Bei dieser Aufgabe geht es genau darum, da geht es auch wieder 7 Ganze und dieses Mal bleiben 5 Hundertstel übrig. Und das kann ich schreiben, aufgepasst, als 7,05. Es sind 2 Kommastellen, die ich machen muss. Und die 5 muss nach hinten, also muss ich hier dafür sorgen, dass eine 0 ergänzt wird. Würde ich das jetzt hier reinschreiben, wäre es 7,05. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass es Zehntel, Hundertstel und Tausendstel gibt. Das nennt man, wenn man es als Bruch schreibt, Dezimalbrüche. Aber solche Dezimalbrüche kann ich ganz schnell umwandeln in Dezimalzahlen, in Kommazahlen. Pro Null im Nenner muss ich eine Kommastelle setzen. Ganz gut muss ich aufpassen, wenn ich Nullen ergänzen muss. Ja? Wie zum Beispiel bei der 0,059, bei 59.000stel, da musste ich eine Null ergänzen. Oder bei 7 ganze 500stel, da musste ich 7,05 eine Null ergänzen. Das war's, bis zur nächsten Stunde. Tschüss!